Ich habe 5 OPs hinter mir. Das hinterlässt seine Spuren. Also einfach aufgrund der ganzen Verwachsungen und auch psychisch. Ich habe früher Pole Dance gemacht. Ich war auch sehr fit. Aber es war dann irgendwann zu schmerzhaft. Es war auch erstmal, hä? Was hab ich? Und es war sehr überfordernd, weil ich davon noch nie gehört hatte. Ich bin Sarah, 34 Jahre alt und ich habe seit 12 Jahren Endometriose. Also Endometriose ist Gebärmutterschleimhautähnliches Gewebe, das sich überall im Körper ansiedeln kann und dort Entzündungen verursacht. Letztendlich kann man sagen, eine chronische Entzündung im Körper, die auch, nicht nur, aber auch zyklisch abblutet wie die Gebärmutterschleimhaut. Den Ursprung kennt man noch nicht. Bei mir war es so, dass ich aufgrund einer Lungenembolie die Pille absetzen musste. Und dann ging es eigentlich auch direkt los, dass ich extreme Schmerzen während der Periode hatte, auch starke Probleme mit der Blase. Beim Wasserlassen, als würde einer mit den Fingernägeln über die Blase kratzen und schaben. Starke Gebärmutterkrämpfe, also generell auch eine starke Periodenblutung, dass man echt gedacht hat, so, oh, ne? Was packt man jetzt alles in die Handtasche, um irgendwie durch den Tag zu kommen? Schulterschmerzen, Rippenschmerzen. In der Rippe war es dann eher so, dass es so sich angefühlt hat, als würde da einer so mit dem Messer drin rumpulen. Was dann natürlich auch auf die Atmung geht. Und letztendlich haben diese Endometrioseherden, man spricht da von Herden, so stark geblutet, dass man eine Notoperation dann Endometriose entdeckt und diagnostiziert hat. Meine Diagnose habe ich im Gegensatz zu vielen anderen viel, viel schneller bekommen. Im Durchschnitt dauert es ja 8 bis 10 Jahre in Deutschland. Ich habe meine ja innerhalb von 9 Monaten bekommen. Und ich mag mir nicht vorstellen, wie es manchen Patienten oder Betroffenen geht, die 10 Jahre auf die Diagnose gewartet haben oder noch länger. Also hinter dem Armband auf der Rückseite gibt es einen QR-Code. Den kann man scannen und dahinter ist meine Krankenakte digital hinterlegt. Einfach wenn ich jetzt im Wald allein unterwegs bin und mir was passiert, dass wenn Rettungskräfte kommen, sie einfach wissen, was da so los war in den letzten Jahren. Man weiß es halt nie. Also gerade so, oh, aus Versehen unterzuckert, kollabier im Wald oder so, ist jetzt nicht so selten bei mir, dass mir eben auch mal der Kreislauf flöten geht. Ich habe früher, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, Pole Dance gemacht, was ja auch schon sehr viel Kraftsport war. Ich war auch sehr fit, aber aufgrund der vielen OPs war es irgendwann zu schmerzhaft. Also ich habe gemerkt, ich bin viel schmerzempfindlicher. Und es ist halt, man hängt in den Beinen, man hängt an der Schulter, nur am Arm. Es ging nicht mehr. Also zum einen wirklich einfach auch krafttechnisch und schmerztechnisch. Wenn ich auf die letzten knapp 12 Jahre zurückblicke, ich habe 5 OPs hinter mir, das hinterlässt seine Spuren. Also einfach aufgrund der ganzen Verwachsungen und auch psychisch. Ne? Also immer dieses, jede OP, sich da wieder in den Alltag zurückzukämpfen. Die Hobbys verändern sich. Die Menschen, mit denen man sich umgibt, verändern sich. Gerade so, wenn man so jung ist, die Leute wollen Party machen und nur auf Achse sein. Man selbst denkt so, okay, ja, ich habe jetzt die nächste OP oder ich darf nur liegen, weil ich so eine riesige Eierstockzyste habe. Und dieses ganze Studentenleben konnte ich nicht so ausleben, glaube ich, wie es viele getan haben. Ich habe schon gemerkt, ich kann nicht die Leistung bringen, wie andere aufgrund dieser Schmerzproblematik. Ich kann nicht so viel lernen, so sehr ich will. Ich war auch viel frustriert, weil ich eben durch Prüfungen geflogen bin,
oder Prüfungen schieben musste. Letztendlich habe ich mein Maß aufgrund eines Punktes in einer Prüfung nicht bekommen und da gab es auch keine Diskussion. Also da hat man nachher dann auch ernsthaft zu mir gesagt, auf Einzelschicksale kann man keine Rücksicht nehmen. Ja. Danach spielen wir oder malen was. Ich dachte, wir malen. So, müssen wir da mal hingestellt. Wie viel kommt denn rein, Karl? Wie ist das denn mit den Körnern? Weißt du das noch? Weiß nicht. Christian und ich haben uns im Studium kennengelernt, also er hat auch Chemie studiert. Ich habe ein Praktikum gemacht und er war einer der Assistenten im Praktikum. Und naja, mit den roten Haaren, er ist halt aufgefallen. Ne? Und er war auch immer so am Strahlen, so ein total positiver Mensch. Es hat dann ein bisschen gedauert noch, also das Praktikum habe ich so Mai, Juni gemacht. Und im Oktober waren wir dann so weit, dass wir dann zusammengekommen sind. Man gewöhnt sich da an ziemlich vieles, aber es ist natürlich jedes Mal immer wieder eine Herausforderung, da dann auch stark zu sein für die Partnerin und da zu sein. Wenn es Sarah mal schlecht geht, dann leide ich natürlich auch immer mit, weil ich so gar nichts damit machen kann. Und das Einzige, was ich in den Situationen dann irgendwie wie ihr Erleichterung bringen kann, ist natürlich irgendwo Aufgaben nochmal abzunehmen und irgendwie den Rücken frei zu halten und zu schauen, dass jetzt nicht noch mehr Stress hinzukommt. Anmachen? Alles reintun. Also das Thema Kinderwunsch war natürlich da. Also ich habe immer gesagt, so mit 28 kriege ich das erste Kind. Und naja, nach der Diagnose war schon klar, okay, es wird schwieriger werden als bei gesunden Paaren. Zum einen sind natürlich diese Endometrioseherde da, die auch Organfunktionen einschränken, ganz klar. Und zum anderen glaube ich einfach auch, diese starken Schmerzen, die man hat, die hindern den Körper daran, dass man schwanger wird. Und ja, und das Wunder ist passiert. Letztendlich muss man das so sagen. Und ich habe es auch immer als Wunder empfunden. Und die Maschine rührt. Wie stark und kräftig. Wie stark und kräftig, genau. Man kann schon sagen, es gibt einfach Lebensmittel, die entzündungsfördernd sind. Dazu zählt halt Weizen, Industriezucker unter anderem. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich Industrieweizen ganz schlecht vertrage. Also wirklich auch mit Darmkrämpfen und Verstopfung oder auch Durchfall reagiere. Und die Initiative kam von Christian, Korn eben zu kaufen und Mehl selber zu mahlen. Und das, muss ich sagen, vertrage ich extrem gut. Nach der Schwangerschaft ging es mir erstmal so weit, okay. Aber als dann meine Periode wieder einsetzte, war es die Hölle auf Erden. Und die Beschwerden hatten sich auch komplett verändert. Also ich habe zyklisch keine Luft mehr bekommen. Und es ging so weit, dass ich halt auch nicht mehr die Treppe hochkam. Und ich wusste ja einfach aufgrund der letzten OP, dass ich Endometriose habe, auch noch auf der Gebärmutter. Und dass es eben nicht operiert werden konnte aufgrund des Kinderwunschs. Und dann bin ich diesen Schritt gegangen, habe gesagt, ich habe die Nase sowas von voll, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, Gebärmutter raus. Du kriegst dieses Wunder geschenkt, dass du Mutter sein kannst, dass du ein Kind haben kannst und dann kannst du dich nicht mehr adäquat um dieses kleine Lebewesen kümmern. Das hat mir so zugesetzt, dass einfach dieser Schritt, die Gebärmutter zu entfernen, das viel kleinere Übel war. Während der Schwangerschaft war für mich klar, ich sehe mich nicht mehr im Labor. Und habe für mich das Nähen entdeckt. Und da kam halt relativ schnell die Idee, dass ich in die Richtung mich selbstständig machen möchte. Und es gibt mir natürlich eine ganz große Flexibilität. Zum einen mit Kind und auch mit meiner Erkrankung. So ein normaler Arbeitsalltag mit 9 Stunden wäre nicht denkbar. Das muss ich ganz klar sagen. Ich habe einen ganz tollen Schmerztherapeut, der auch zu mir gesagt hat, als er meine befunden hat,
Meine Güte, haben Sie eine Krankheitsgeschichte? Sie müssen sich nicht schämen, dass Sie nicht arbeiten gehen, sondern dass Sie sich selbstständig gemacht haben und dass Sie vielleicht nur 4 oder 5 Stunden am Tag arbeiten. Bei Ihren Diagnosen können Sie stolz sein, dass Sie so einen Alltag leben können, den Sie leben. Und das war so, da hatte ich dann auch Tränen in den Augen und man merkt es auch jetzt, da bin ich sehr emotional, da war ich unfassbar dankbar für, mal das von einem anderen Arzt als meinem Endometriose-Spezialisten zu hören. Weil das hört man eigentlich nie. Zur Osteopathie gehe ich alle 2 Wochen. Zur Physiotherapie gehe ich so 2 bis 3 Mal die Woche. Und dann eben auch mit Medikamenten, also Muskelrelaxane, Schmerzmittel, die auch wirklich auf die Muskulatur mitgehen. Weil eben auch Muskelschmerzen bei mir ein sehr großes Thema ist. Bei Endometriose gibt es nicht den Weg. Das ist so, weil die Krankheit so individuell ist. Ich glaube, es ist wirklich dieses klassische Try and Error. Ausprobieren und gucken, ob es hilft. Und dann war aber ganz klar, ich möchte für die Endometriose-Vereinigung was ehrenamtlich machen. Das ist ein Betroffenenverein, der eben auch so ein bisschen als Anlaufstelle erstmal bei frischen Diagnosen dient. Wo wir einiges auf die Beine stellen und natürlich auch bewegen wollen. Ja, und da bin ich jetzt ganz frisch, seit September auch erst, im Amt der Vorstandsvorsitzenden. Wir haben in Deutschland keine Grundlagenforschung oder nur ganz, ganz wenig. Und wenn wir Betroffenen helfen wollen, müssen wir wissen, woher kommt die Erkrankung? Warum ist die Erkrankung so divers? Ich habe gute Freunde kommen und gehen gesehen. Rückblickend sage ich, okay, ne, dafür haben sich andere Türen geöffnet. Und für mich war es ein wichtiger Schritt, 2015 zur Selbsthilfegruppe zu gehen in Bonn. Und das war einfach mal Menschen, die das Leid teilen, einfach dieser Austausch, einfach mal Verständnis zu bekommen. Hast du das und das auch? Wie geht's dir denn damit? Was machst du denn? Ne? Hast du vielleicht Tipps? Was kann ich ausprobieren? Da aufgenommen zu werden, das war für mich unfassbar wertvoll. Und letztendlich habe ich ja so Maria kennengelernt. Also wir haben uns in der Selbsthilfegruppe 2015 kennengelernt. Die Freundschaft hat dann so sich peu à peu entwickelt. Und seit 2017 mag ich sie auch nicht mehr missen in meinem Leben, einfach als wirklich meine größte Unterstützerin auch von vielen Dingen. Dann hat Sarah mich gefragt, ob ich Patin werden möchte von dem Kleinen. Ich habe erst mal angefangen zu weinen und irgendwo bin ich auch dankbar dafür. Also, wenn ich jetzt sage, dankbar für die Erkrankung, hört sich sehr makaber an, aber ich bin dankbar, dass ich dadurch Sarah kennengelernt habe. Also ich sehe es genauso, dass wir beide halt einfach vor allem von dieser ganzen Unterstützung, die wir uns gegenseitig geben, diesen Halt und dieses Verständnis, dass wir davon eigentlich am meisten profitieren. Also sag mal, Maria ist so wie meine kleine Schwester, aber ich bin für sie auch wie ihre große Schwester. Also wir umsorgen uns so gegenseitig und merken sofort, boah, nee, Maria, nee, dir geht's nicht gut. Ich glaube, der größte Unterschied ist bei uns, glaube ich, so die Art, wie es sich geäußert hat von dem Schmerz. Also bei mir sind die Herde, diese Endometrioseherde eher klein. Ich habe trotzdem eine ausgeprägte Schmerzsymptomatik und bei Sarah ist es ja eher so, dass sie sehr groß waren. Und, aber von der Schmerzsymptomatik war es ganz anders bei dir, genau. Oder? Und ich glaube auch ein großer Unterschied ist eben, dass du schon als Kind diese Problematik hattest, wirklich seit du 12 bist und ich mit 22 eigentlich erst mit, Probleme bekommen habe. Ja, stimmt. Halli! Oh. Ich bin doch immer wieder sehr überrascht, wie viele sagen, hä, Endo, was? Endo, wie heißt das? Endo kann ich nicht aussprechen. Wo ich mich dann ganz oft frage, lebe ich so in meiner Blase? Also ist das für mich so eine Selbstverständlichkeit? Ist es wirklich immer noch so unbekannt? Und ich glaube, die Antwort ist tatsächlich ja. Es ist noch so unbekannt, obwohl wir 40.000 Neudiagnosen jährlich in Deutschland haben und über 2 Millionen eben Betroffene, ist es immer noch so ein Thema,
was doch noch nicht durch die komplette Gesellschaft durchgegangen ist. Und wenn ich damit einer Frau helfe mit meiner Arbeit oder wir mit unserer Arbeit, ihre Diagnose nicht nach 10 Jahren zu bekommen, sondern vielleicht nach einem Jahr, dann haben wir unfassbar viel schon erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Und wenn ihr Endometriose habt, wie war das denn bei euch so? Schreibt es doch gerne in die Kommentare.